Ein amerikanisches Kampfflugzeug vom Typ A-10 ist am Mittag über dem Remscheider Stadtteil Vieringhausen abgestürzt. Die Maschine hatte Munition an Bord. Aus den Trümmern der Wohnhäuser wurden bisher 5 Tote geborgen. In Remscheid herrscht Katastrophenalarm. Das US-Kampfflugzeug war gegen 13.30 Uhr in der Nähe des Stadtparks abgestürzt. Das Wrack liegt mitten in einem Wohnhaus. Mehrere Gebäude sind zerstört, sie stehen zum Teil immer noch in Flammen. Feuerwehr, Polizeihundertschaften und sämtliche Rettungsdienste, auch aus den umliegenden Städten, haben Großeinsatz. Sie durchsuchen die Trümmer nach weiteren Opfern des Unglücks. Hier wurden 5 Tote und mehrere Verletzte geborgen. Doch berichten die Rettungsmannschaften von einer großen Zahl von Leichen, Teilen, sodass mit noch mehr Todesopfern gerechnet werden muss. Nach dem Absturz explodierten Teile der Bordmunition. Der in England stationierte Jagdbomber war auf dem Weg zu einer Tiefflugübung aus 900 Metern Höhe auf das Wohngebiet gestürzt.